Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Fallout 4, beziehungsweise wenn ich hier die Folgen zusammengeschnitten habe, vergesst, was ich gerade gesagt habe. Wir sind hier in der DB Technical High School und suchen hier jetzt gerade nach einem Heft. Das Buchrückgabe-Terminal haben wir schon gefunden in der letzten Folge, da steht es. Aber das Heft haben wir noch nicht gefunden, das es hier geben soll. Die Unaufhaltsamen, da habe ich erst eins, das habe ich neulich erst gefunden. In der vorletzten Folge, meine ich, war das. Also da habe ich mich, glaube ich, noch nicht gründlich genug umgeschaut. Hier könnte dieses Heft liegen. Und noch eine Lunchbox. Jawohl, Lunchbox gibt es hier eine Menge. Und ich habe gerade wieder eine Roboterfigur gefunden. Kleine Trophäe. Ich weiß zwar nicht, wofür die gut sein soll, aber ich habe ein paar davon in der Burg bei meinen anderen Trophäen. Was? Ja, wenn du unbedingt meinst, du musst dir Ärger machen. Im Zweifelsfall hat Karl Risser die stärkere Gruppe. Gut. Kampfrüstung nehme ich immer gerne mit. Jetzt nicht mehr viel. Ja, genau. Gehört jetzt uns. Ich war Captain. So ist es. Was ist das hier? Kartoffelchips? Scheiße! Haben sie verloren. Ja, was? Ich stehe doch hier. Das war jetzt. Hier riecht es ja. Das war jetzt irgendwas, was ich ganz bestimmt nicht brauche. Nicht mal ich, und das will was heißen. Irgendein verbranntes Heft oder sowas. Karten für den Halloween Sadie Hawkins Dance mit East Boston Track gibt es nur noch bis Dienstag. Sammlung aufbauen oder was? Und schwupps, weg damit. Das könnte noch nützlich sein. Es gibt Sachen, für die nicht mal ich Verwendung habe, und das will was heißen. Tür verbessert, das Versperren, jawohl. Oh, es ist eh schon wurscht, ich bin eh schon wieder überladen, also kann ich es ruhig mitnehmen. Also in der Buchrückgabemaschine hier in dieser Schule bin ich fündig geworden, da gab es Bleistifte, da gab es auch saubere Hundenäpfe. Also, falls ihr an solchen Werbegeschenken, ich nenne es bewusst nicht Schrott und nicht Müll, falls ihr an sowas Interesse habt. Ich habe auch Zahnbürsten mitgenommen, ich habe 100 Mark rum, was soll ich sonst damit tun? Das war aber ein hartnäckiges Schloss, da habe ich schon Meisterschlösser schneller geknackt. Es gibt kein Schloss, das dich draußen hält. Nicht wirklich, da müssten mir schon die Haarnadeln ausgehen und es ist unwahrscheinlich. Also, hier war man noch nicht. Terpentin, Beutel Dünger, jawohl. Dann kann ich euch in dieser Folge das zeigen, was ich euch mangels Dünger in der letzten Folge in St. Würde nicht zeigen konnte. Ich habe nämlich in der letzten Folge, falls ihr es nicht mitbekommen habt. Ich glaube, wir haben erwischt. Bosco, das ist ein Bossgegner, ja, wenn er meint. Das wird mir auch nicht viel nutzen, schaut euch das mal an. Ja, wenn ich mit solchen Waffen anrücke und mein Skill versorgt mich mit AP. Das heißt, die Nase, die da gerade ins Bild brennt, wird auch nicht mehr lang leben. Etwas. Das war ein Fehler, wärst du unten geblieben. Man könnte sich doch noch gütlich einigen. Unwahrscheinlich. So, was haben wir hier? Dose, modische Brille, ist auch noch Kreuzelle wert. Kronkorken, Haarklammer, Hundenapfel, Uniform. Wegwirfst.
Das ganze Gerümpel rumzutragen bremst dich nur auf. Sag du nochmal, ich soll irgendwas wegwerfen. Dann tust du bei mir in Senkwürdig die Toilette putzen. Das sag ich dir. Ich was wegwerfen? Nur über meine stinkende Leiche. Was hat er denn? Das war der Bosco Bosco. Maskottchenkopf? Was mache ich denn damit? Egal, ich nehme es mal mit. Gratulieren dem Basketballteam zum Sieg gegen die Springfield Hawks letzte Woche. Ich nehme an, dass das ein Questgegenstand ist. Ich habe nur gedacht, hier gibt's keine Quest, aber das war möglicherweise ein Irrtum. Nimm es mit. Irgendwann wird mir schon klar, wofür ich das brauche. Und da haben wir den Fatman, von dem in dem Wiki die Rede ist, und das gesuchte Heft, die unaufhaltsame. Yeah. Also. Du erhältst dauerhaft eine Chance von +1% den gesamten Schaden eines Angriffs zu vermeiden. So viel, ja, jetzt haben wir schon +2%. Fünf Hefte gibt's dieser Sorte. Schön, dass jemand versucht, das zurückzuholen. Genau. Hoffentlich hast du was Interessantes gelernt. Ja, was ganz Interessantes. Ich müsste jetzt zwei haben und ich glaube, fünf gab's. Schüler, die ohne gültigen Pass in den Fluren angetroffen werden, sitzen nah. Unaufhaltsam, ja. 2 von 5. Und die haben wir alle nebenbei gefunden. Also ich bin jetzt eigentlich nicht wegen dem Heft hierher. Das ist sozusagen Beifang. Sondern wegen der Buchrückgabemarken. Aber dann seht ihr mal, was man hier noch alles findet, wenn man diese, wenn man sich einfach mal so eine Tour vornimmt. Findet man auch Sachen, nach denen man gar nicht gesucht hat. Den Helm nehme ich an und mit da. Wir gratulieren dem Basketballteam zum Sieg gegen die Springfield Hawks letzte Woche. Gut, dann dürften wir hier fertig sein. Ich wüsste nicht, was ich hier noch suchen soll. Wir haben die Mini-Nuke gefunden, von denen in dem Wiki die Rede war, das ich angeschaut habe. Wir haben den Atombombenwerfer, also den... die Waffe gefunden, die wir eben aufgesammelt haben. Wir haben eine Menge Lunchboxen gefunden, ein paar überfällige Bücher. Die heutige Mittagessensauswahl: gegrilltes Crab mit Käse und Salisbury Steak. Geschmäcker sind wohl wirklich verschieden. Für mich gibt es keinen Müll. Man kann alles verwenden. Ja, ich schon, so ziemlich fast alles. Also es gibt ganz wenige Sachen, wie zum Beispiel diese komischen Aktenordner. Da ist noch eine Lunchbox, jawohl. Und was ist das? Ein Nuka-Kate-Ticket. Das brauche ich wahrscheinlich wirklich für Nuka World. Es sind Gegenstände, die ich noch nie zuvor gefunden habe. Ich habe es in der letzten Folge erwähnt. Ich habe vor kurzem Nuka World installiert, deswegen darf ich mich nicht wundern, wenn ich Gegenstände finde, die ich vorher nie gefunden habe, weil es noch nicht gab im Spiel. Ich habe den Aufzug nicht übersehen. Erinnert mich eure Eltern daran, dass die Ladezone in Trevor Jo. Erledigt. Die haben überhaupt keine Chance. Dabei habe ich automatische Waffen gar nicht gelevelt. Ich habe nur... Igitt. Also ich schätze, wenn ich am automatischen Waffen auch noch leveln würde, wäre das Ding noch wirksamer. Obwohl ich mir nicht sicher bin, ob dieser Skill überhaupt für Gatling Laser... Los, wenn du dich traust! Ich glaube, wir sind hier doch noch nicht fertig. Vergesst bitte nicht, dass wir ein geschlossener Campus sind. Schüler, die ohne gültigen Pass in den Fluren angetroffen werden, sind brauchst dich nicht verstecken. Ist bald alles vorbei. Also die Durchsage eben, Schüler, die ohne gültigen Pass erwischt werden, werden bestraft. Das erinnert mich an Methoden des Dritten Reichs. Hast Angst, was? Solltest du auch haben. Da war... da gab's ja... sozusagen... per Dekret keine Arbeitsnot. Die gab's schon, aber die nannte man nicht so. Okay, die waren alle im sogenannten Wanderdienst organisiert. Und die mussten sich in bestimmten Bereichen bewegen. Das muss ich dir lassen.
Also entlang vorgegebener Routen mussten sie sich bewegen. Da gab es einige Höfe. Da mussten sie um Tagelöhnerarbeit bitten. Und wenn sie abseits dieser Wege, dieser vorgeschriebenen Wege aufgegriffen wurden, konnten sie bestraft werden. Und das hat mich jetzt diese Durchsage erinnert. Also man hat die schikaniert, die Arbeitslosen. Scheiße! Verloren. Weil die waren unerwünscht, Arbeitslosen, ne? Also hat man so schikaniert. Und man hat einfach per Gesetz gesagt, es gibt keine Arbeitslosen und hat diesen Wanderdienst erfunden. Die waren halt ständig in Bewegung, ständig auf der Straße und auf der Suche nach Tagelöhnerarbeit. Ja, und so ungefähr scheint es hier in der Schule auch so zu gehen, wenn ich mir die Durchsagen anhöre. Das ist Plastik. Kronkorkenmine. Schön, dass ich keine Minen mehr auslöse. Sonst hätte es jetzt gefetzt. Aber ich glaube, wir sind hier durch. Ich könnte eigentlich... Die Erbstest steht an. Kommt ab nächsten Monat Samstag zu den Übungsstunden bei Schwester Josephine. Also ich glaube, ich nehme jetzt hier nur noch mit, was ich wirklich verwerten Willst kann. Willst du dir eine Sammlung aufbauen oder was? Eine Flaschensammlung, ja, das wäre meine Maßnahme. Ein, solange es noch geht. Gut, und jetzt suchen wir uns. Eigentlich brauche ich bloß dieser Spur folgen, dann finde ich den Weg raus. Weil ich eine Quest aktiv habe und das Ding führt jetzt geradewegs zum Eingang. Und so finden wir eigentlich am schönsten raus. Genau, und dann entrümpel ich. Kann ich da jetzt rein oder nicht? Ist auf der anderen Seite festgekettet. Das heißt, hier gibt es noch ein Geheimnis. Also es ist ja... Ich hasse sowas. Ich gehe mal auf die andere Seite des... Obwohl, nee, kann ich eigentlich... Muss jetzt nicht Pause-Taste drücken. Ich denke, ich kenne den Weg einigermaßen. Ich habe, glaube ich, verstanden, wie man hier laufen muss. Stellvertretender Schuldirektor Pagliarulo möchte das Schulteam daran erinnern, dass es nachsitzen wird, wenn der Keller noch mal überall Wasser ist. Jetzt muss ich gucken, ob ich da schon lang muss oder erst weiterhin. Ja, der Laser wiegt was, ne? Ich schätze, hier sind wir richtig. Auf der anderen Seite zugekettet. Dann muss ich mich wahrscheinlich von oben runterfallen lassen. Also rauf. Ich will jetzt wissen, was in dem Raum ist. Vergesst bitte nicht, dass wir ein geschlossener Campus sind. Schüler, die ohne gültigen Pass in den Fluren angetroffen werden, sitzen nah. Genau das habe ich gemeint, diese Meldung von Ihnen. Die Falle war ziemlich plump, alles was recht ist. Soll ich was von dem Zeug tragen, das du rumschleppst? Nein, aber ich suche jetzt wieder diesen Aufzug. Und dieser Aufzug ist eigentlich unter mir, oder? Über mir, okay. Dann müsste ich ihn doch eigentlich herholen können. Oder funktioniert der nicht? Was ist denn eigentlich das hier? Der Ausgang. Die Erbstest steht an. Kommt ab nächsten Monat Samstag zu den Übungsstunden bei Schwester Josephine. Ich glaube, wir sind nicht da. Ist ja doch noch einer von euch am Leben. Also nicht, dass das eine Option wäre. Irgendwas Nützliches? Ja, denk schon. Basketball ist, glaube ich, Gummi. Gibt noch eine Menge dieser Vorkriegsrelikte zu finden. Und ich denke, wir sind hier richtig hier hin. Die heutige Mittagessensauswahl, gegrilltes Crab mit Käse und Sandwich-Steak. Da läuft ein Kabel entlang. Was hat's damit auf sich? So, und ja, den Bereich muss ich umgehen. Und das müsste der Raum sein, in den wir nicht reinkamen.
bald zugekettet ist. Hüp. Genau, da ist ein Riegel, den machen wir jetzt mal auf. Genau, und jetzt will ich aber auch wissen, warum ich jetzt hier so mühsam rein musste. Steampack. Erinnert bitte eure Eltern daran, dass die Ladezone in Tremont für Busse reserviert ist. Silbergabel, technisches Dokument. Und der Bereich ist genauso schwer zu erreichen. Das ist das, was wir von da drüben aus gesehen haben, vom Fenster. Und ein Tresor war da noch. Den schauen wir uns natürlich an. Also. Munitionskiste. Heutige Mittagessensauswahl, gegrilltes Crab, Käse und Fett. Wir wollten, dass das verschlossen bleibt. Hätten Sie ein besseres Schloss kaufen sollen. So ist es. Warst du früher mal Einbrecher? Gut, den Tresor wollen wir noch wissen, was drin ist. Wegen dem sind wir wahrscheinlich hier. Wie schön. Ja, Golduhr finde ich cool. 2 Einheiten Gold dabei. Irgendwas Interessantes noch hier? Terminal vielleicht? Ein funktionierendes? 18 Jahre alt sein, um im zweiten Halbjahr am Rekrutierungsseminar der Armee teilzunehmen. Gut, ich denke, wir haben es hier. Ich gehe jetzt nach Sanctuary und werde mal schauen, ob, ja, vorher noch einen Sprung in Starlight Drive-In, ein bisschen Dünger holen und dann schauen wir mal, ob ich so ein paar Wetterwechsel Feuerwerkskörper herstellen kann. Also ich habe jetzt während des Ladebildschirms, den ich übersprungen habe mit der Pause-Taste, auch mal im Wiki geschaut, was es mit diesem Maskottchenkopf auf sich hat, den ich diesem Bosskopf oder Bosskott abgenommen habe. Da heißt es hier, found on Bosco in the school's basement, level this variable beer head served as the mascot for the high school. Das ist also nur ein Maskottchen-Gimmick. Das scheint jetzt nichts wirklich Brauchbares zu sein. Also da steht jedenfalls nichts von Questgegenstand. Dann hätten wir das ja auch gleich geklärt. Gut, schauen wir mal, ob ich hier das... den Dünger reingeworfen habe. Wahrscheinlich ja. Ich habe zum Test meiner Bekleidungsfabrik nämlich einiges hier rüber getragen. Dünger, genau. Da werde ich jetzt mal mindestens das da mitnehmen. Ein bisschen was lasse ich hier. Glas. Wupp, so. Gold. So ungefähr Gummi. Ja, die lasse ich hier. Holz. Was ja da ist, ist nicht schwer zu beschaffen. Kleber. Lasse ich auch hier. Ich brauche eventuell Rohstoffe, wenn ich wieder Bekleidung oder Rüstung herstellen will. Deswegen lasse ich jetzt ein bisschen was von dem Zeug tatsächlich hier. Glasfaser, das kann ich verwursten. Leder. Könnte ich mal ungefähr die Hälfte mit nach Sanctuary nehmen. Nukleares Material brauche ich hier wohl eher nicht. Dann nehme ich mal das meiste mit. Plastik ebenso. So viel Schaltkreise brauche ich für Kleidung eigentlich nicht, aber gut, lassen wir mal ein paar hier. Stoff werde ich hier lassen, Stahl nehme ich ein bisschen was mit, den Teddy, die Wirbelsäule, Zahnräder lasse ich auch ein paar hier, Öl, glaube ich zwar nicht, dass ich zur Klamottenherstellung brauche, aber gut. Kann ich dir was abnehmen? Nein, passt alles. Ich weiß, was ich tue.
So, Sanctuary. Lass mich dir was abnehmen. Die machen sie auch nicht mehr wie früher. Genau, jetzt werde ich erstmal hier den Junkjet drüber rumpeln lassen und dann testen Sammelst wir mal Antiquitäten? Die Feuerwerkskörper. Keine Bleistifte verwursten, das wäre schade. Die Bowlingkegel auch nicht. Den Hundenapf nicht. Den Bowlingkegel hier auch nicht. Also man muss schon ein bisschen aufpassen. Wenn es mal verwurstet ist, ist es weg, ne? Ja, ja, zerlegt. Die Pümpel nicht. Moment, die radioaktive Drüse könnte ich eventuell... Nee, die brauche ich für nichts, glaube ich. Das war ein Insektenstachel. Die Werkzeuge könnte ich aufheben für Volt 75. Aber das muss ich nicht jedes Mal tun. Ich habe genug Werkzeug mittlerweile wieder. Teddy nicht zerlegen. Also ihr seht schon, halt Teddy nicht, den muss ich wieder rausholen. So. Soll ich was von dem Zeug tragen, das du rumschleppst? Ich weiß, ich hätte die Pause-Taste drücken können, aber ab und zu sollte er das ruhig mal mitkriegen, was ich sonst immer zwischen den Ladebildschirmen neben, also offscreen mache. Da unter all dem Zeug noch jemand? Nein, unter all dem Zeug lebt keiner mehr. Ich wäre nicht böse, wenn die das ein bisschen seltener kommentieren würden. Das nutzt sich nämlich irgendwann ab. Obwohl die Kommentare an und für sich witzig sind. Geschmäcker sind wohl wirklich verschieden. Mal schauen, wie viel Kronkorken ich inzwischen wieder verdient habe. 1050 ist in Ordnung. Meine Händler, ne? So, das, den dann noch, das dann noch. Das Maskottchen-Dings da schmeiße ich mal da rein. Ich weiß noch nicht, was ich damit mal mache. Wahrscheinlich könnte ich es aufsetzen, dann laufe ich halt mit dem Bärenkopf rum. Aber warum sollte ich sowas tun wollen? Nein, den nicht. Den Fettmann auch nicht. Das Kampfmesser. Das sieht ganz brauchbar aus. Den Rest verkaufe ich. So, meine Sängerin. Die Bar hat geöffnet. Heiß wird die Schlacht und rot fließt das Blut. Die Kämpfe verbrannten mit Schreien in Jo, der Hintergrund ist, ich habe mal getestet, ein benutzerdefiniertes Lied
reinzubringen und da habe ich was von Bethesda verwendet, damit ich keinen Ärger bekomme mit Urheberrecht und so. Und deswegen habe ich von Skyrim das Lied von Lisette genommen. Also nicht, dass ihr euch wundert, warum hier jetzt plötzlich von Alduin die Rede ist. Und es gibt ja Hinweise hier in Fallout 4, dass, was heißt es? Es gibt hier Easter Eggs, die auf Skyrim hinweisen, wie zum Beispiel die Pflanzen, die experimentellen Pflanzen auf der Brütwen, die doch sehr nach Nirnwurz ausschauen. Haben wir auch schon drüber gesprochen. So, ich denke, ich werde jetzt hier eine Einheit Stahl kaufen und schon passt das. Herzen voll Mut mit all durch sie kommt das Ende der Welt und alles rings um uns mit Trümmer dann fällt. Fast hatte der Drache den Sieg schon errungen. Da kamen vom da kamen wie Sturmwind vom Norden die Zungen. Und bald schon sang alles vom Ruhm der Urkraft der Stimme, der Lieder vom Tum. Die Urkraft der Stimme. Stimmen hat alle befreit. Du siehst durstig aus. Kann ich dir was bringen? Den Weg in die glanzvolle Zeit. Was lehrt uns das Liedchen? Nun höret mein Wort. Das Lied ist zu Ende und die Drachen sind fort. Ja, dass da keine Tanz- und keine Lippenanimation ist, ist völlig normal. Denn die müsste man separat als Datei anlegen und da weiß ich nicht, wie das geht. Deswegen gibt es jetzt zu dem Lied auch keine Lippenanimation und auch keine Tanzanimation. Jetzt hoffe ich, es geht jetzt mal auf Anhieb. Nein, wieder nicht. Scheint ein generelles Problem zu sein. Jetzt brauche ich wieder das Baummenü und muss das neu verkabeln. Den Test machen wir jetzt noch mit den Feuerwerkskörpern. So, neu verkabeln. Und dann müsste es eigentlich gehen. Vielleicht sollte ich auch mal den Schalter einschalten. Ja. Nochmal dasselbe. Das ist vielleicht lästig. Vielleicht geht's auch von dem Terminal da drüben aus. Ich mach mir nicht viel aus Good Neighbor. Ja, da geht's jetzt komischerweise. Fragt mich nicht, warum, ist halt so. So, wir wollen wolkenlos. Das ist sowas wie der Drachenschrei, wolkenloser Himmel in Skyrim, vermute ich mal. Wir brauchen einen Kleber, einen Stoff, einen Dünger und einen Gold. Da gibt's nichts als Ärger. Kleber, Dünger, Stoff und Gold. Dunkel der Himmel von Alduin schwingen. Feuersturm brüllte. Dünger. Machen wir mal 10 Stück von den Dingern. 10, bitte. So. Gold. Was war jetzt das letzte noch? Dünger, Goldstoff und
Hab's vergessen. Na, vielleicht geht ja jetzt das Terminal hier wieder. Ich habe ja eigentlich hier ein Terminal hingebaut, damit ich nicht immer zu dem anderen hin muss. Nein, geht nicht. Wäre ja auch zu schön. Also es zickt ein bisschen rum mit dem Contraption Workshop, muss man leider so sagen. Pyrotechnik, bla. Kleber, was auch sonst, hätte ich mir ja denken können. Ja, und jetzt bräuchte ich dann einmal Sauwetter und dann ist keins da, ne? Was passiert eigentlich, wenn ich das im leuchtenden Meer loslasse? Da herrscht ja immer schlechtes Wetter. Gut, jetzt brauche ich das Walzwerk und dann schauen wir mal, was rauskommt. Brauerei, hä? Da. Dünger, Gold, Kleber, Stoff. Und jetzt können wir gleich bei der Produktion zuschauen. Wetterwechsel, Geschosswolken los. Jo, und das könnte man, glaube ich, an der Laborstation auch herstellen. Und da kriegt man dann sogar Erfahrungspunkte. Das werde ich jetzt gleich im Anschluss nochmal überprüfen, ob das auch wirklich stimmt, was ich gerade gesagt habe. Inzwischen produziert das Ding schön weiter. Werden wir das prüfen? Aber ich glaube hier genau, Feuerwerk. Ab, was du nachher vermisst. Jeder Ganove im Commonwealth kannst wird unseren Namen kennen. Umgehen, was? Da bräuchte ich nukleares Material und hier Dünger, Gold, Kleber, Stoff. Das sind diese. Hier bräuchte ich Silber, wenn ich regnen will, ja klar. In Wirklichkeit verwenden sie ja auch Silberjodid dafür. Gut, und dann. Aber wie feuert man die Dinger ab? Wie feuert man die Dinger ab? So, drei wären es noch. Und einer noch. Gut. Können wir wieder abschalten. Gibt's hier vielleicht einen Hinweis? Kann ich die einfach so... Mit was schieße ich die ab? Einfach so ein... Benutzt man die einfach so oder was? Ist jetzt gerade ein bisschen unklar. Goldpalme, Knaller, bla. Notfackelgeschoss. Das ist wohl eine Notbeleuchtung, das könnte ich mal in dunklen Räumen verwenden. Es gibt die Bruderschaft und alles andere. Dazwischen gibt es nichts. Ich glaube, diese Notfackel teste ich mal bei entsprechender Gelegenheit. Einfach mal 5 herstellen. Die wiegen ja nichts, die wiegen genau 0. Also wenn das so ist... Stelle ich mir von jeder Sorte einfach mal 2 her und dann werden wir die bei passender Gelegenheit mal ausprobieren. Ist ja eh bald Silvester. Heute ist der 17.12.
Dann können wir hier Regen machen, da reichen mir 2. Und Strahlensturm reichen mir auch 2. Dann kann ich die Dinger nämlich hier testen gleich mal. F5. Schauen wir mal, ob ich Regen machen kann. Ich weiß, die Folge ist voll, aber das testen wir jetzt noch. Das hatte ich euch versprochen. Gilt das als Waffe oder als Munition? Leuchtfackel. Ist wohl ein sonstiges oder diverses Hilfsmittel. Hä? Da sind die Dinger. Was passiert jetzt, wenn ich das ablege? Nix. Sehr dubios. Ich habe jetzt hier aber auch... Warte mal. Mit was feuert man die Dinger ab? Ja gut, das kann ich offscreen mal klären. Wir werden das bei einem Injektorgewehr... Glaube ich nicht, aber ich... Aber es wäre passend. Injektorgewehr könnte sein. Injektorgewehr. Nee. Damit nicht. Ja, das wäre jetzt schön komfortabel gewesen. Gut, ich kläre das ab zwischen den Folgen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.